So, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Und ich habe in der letzten Folge, glaube ich, was Falsches gesagt. Und zwar habe ich ja gesagt, der Rattenkönig. Aber ich glaube, er hieß ja der König der Bettler. Und ja, das wollte ich unbedingt korrigieren. Ist wieder zu weit runtergegangen. So weit runter wollte ich gar nicht. Aber ich denke, sie werden uns relativ schnell verlieren. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Oder auch nicht. Ja, für die haben wir jetzt leider keine Zeit, Freunde. Und schwupp. So, irgendwie müssen wir hier doch reinkommen. Moment. So, den haben wir erledigt. Und jetzt müsste direkt unter uns noch einer stehen. Das war zu weit gesprungen. Komm schon, geh um die Ecke. So, der wäre auch ausgeschaltet. Was soll mit dem Unglücksraben im Bett 6 geschehen? Zack. Durch Feuer, bei dem seine Familie stand. Ein Feuer, schwer das zu bewerkstelligen, ohne die Stadt in Asche zu legen. So, Fundstücke, 1 von 4. Klein erkennt den Unterschied nicht. Okay. So, wir begeben uns jetzt ein Stockwerk hinunter. Um jemanden zu besuchen. Und da ist auch schon die Tür, Freunde. Mensch, das hat ja richtig gut geklappt. Liefert mir den Rohr der Tür und ich schenke euch das Leben. Die Katakomben! Er ist in den Katakomben unter der alten Kirche. Latouche, ich habe euch mehr Rückgrat zugetraut. Was wird nur euer Meister sagen? Oh Gott, hilf mir! Roi de Thun. Zudem sollen wir also, beziehungsweise erst also unser Ziel, würde gerne wieder nach oben gehen und dann wieder über die Dächer verschwinden. Wäre das, ist das in Ordnung? Wie viele Schuss haben wir noch? 3, alles klar. Ja, die Phantomklinge ist relativ praktisch. Haben wir jetzt ein neues Ziel oder? Aus der Klinik entkommen. Achso, das ist momentan unser einziges Ziel. Das sollten wir hinkriegen. Und weg hier. So, das war's auch schon. Ja, die Kirschbombenköder haben wir nicht gemacht. Weiß auch gar nicht, ob ich welche habe. Aber ansonsten die Herausforderung mit den Phantomklingen, die haben wir geschafft. Und ja, dann geht's, würde ich sagen, gleich zur nächsten Mission. Jetzt soll es doch Roi de Thun an den Kragen gehen. Den König der Bettler. Der Mann, der, wie mir scheint, Leute verkrippelt, damit sie besser betteln können. Ist schon traurig. Oh, ich wette, wir müssen nach oben, richtig? Okay, darf ich mal? Entschuldigung. Hör nur, wenn ich mit dir fertig bin, bist du dümmer
denn das für ein Spruch? Hat es mir ja richtig fett gegeben jetzt. Meine Güte, Freunde. Hopp, hopp. Und hoch. Nein, nicht wieder runterspringen. So. Le Roi ist Mord. Was auch immer das heißen möge für die Franzosen und euch, ihr könnt es mir gerne schreiben in die Kommentare. Und wir schauen mal, wie wir den Rattenfänger hier am besten jetzt kriegen. Volle Konzentration. Jetzt heißt es, das Umfeld analysieren. Verpisst euch, Saubande! Ja, jetzt kommt die Stelle, in der ich wirklich wahnsinnig viele Zugänge 1, Wachen 54, Verstecker 5, in der ich wahnsinnig viele Versuche gebraucht habe. Inzwischen hoffentlich weiß ich einigermaßen, wie es geht. Wir sollten übrigens 3 Luftattentate machen. Was willst du? Jo, ich gehe ja schon. Warum brauchen Sie das? Weil ohne die Entlüftung da unten alles voller Rauch wäre. Ich will mit dir reden, Bursche! Kommen die uns nach? Kommen die mir nach? Verdammt. Das gibt doch gleich wieder irgendeine Schlägerei. Ich hoffe, sehr findet mich jetzt nicht mehr. Komm schon. So. Schon wieder entdeckt. Ich weiß nicht, was die immer mit uns haben, warum die uns immer angreifen wollen. Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, beziehungsweise nicht beantworten. Ich weiß nur, dass es so ist. Wird auch Zeit, dass mal wieder einer gelöscht wird. Komm nur her, ich habe ein Seil. Ja, das war ein Phantomkill. Rein theoretisch dürften sie ja nicht wissen, von wo dieser Schuss kam. Zurück in eure Löcher, Teufel. Landry. Das wirst du bereuen. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde. Vermutlich schon, ja. Verdammte Hurensöhne. Na, was geht denn hier ab? Müsste ich dann nicht etwa die Dame hier im Dunkeln beglücken? So, dann plündern wir den Mann noch. Das Geld, das braucht er sowieso nicht mehr. Warum so eilig? Ich würde dir gern die Scheiße aus dem... Ja, dann komm her. Haben wir ihn erwischt? Wir haben ihn erwischt. Sehr schön. So, damit sind es, glaube ich, nur noch 2 hier. Im näheren Umkreis. Die hoffentlich kann ich mit einem Doppelkill erledigen. Einen Schuss haben wir übrigens noch hier für unseren Phantomklingenbolzen oder Phantomklingen, was auch immer. So. Ach, komm schon. Ich schneide dich auf für den Rest dieser Verräter. Ich möchte den Schuss jetzt eigentlich nicht jetzt schon verwenden. Oder auch nicht. Tja, kehre mir niemals den Rücken zu, mein Freund. So, jetzt sabotieren wir hier die Schornsteine, indem wir sie zudecken, damit, ja, die Luft nicht abziehen kann, und damit dürfte es rein theoretisch unten ziemlich nebelig werden. Und vielleicht hilft uns das ja. So, hier ist der zweite Schornstein. Luftattentate, ja, da fehlen uns leider noch 2.
Das sollte sie ausräuchern. Eine Ablenkungsgelegenheit ist da vorne, wird uns gesagt. Und dann wollen wir doch gleich mal vorbeischauen, was für Ablenkung die dann zu bieten haben. Soweit ich hier in diesen Labyrinth hinkomme. Ah, jetzt. Wahnsinnige, den ich erlöse. Habt ihr doch gesagt, die Straßen gehören dem Volk. Ihr seid am Ende. Ich verliere die Visage. Das wird die Arbeit auf erledigen. Ah, jetzt hat's geklappt. Alles klar. So, das war Luftattentat Nummer 2 von 3. Eins kommt noch. Der ist schon mal tot. So, die Ablenkung hat funktioniert. Vielleicht können wir das Ganze jetzt nochmal machen. Damit müsste es gehen. Das gehört mir. Kommt. Ah, Tatsache, es funktioniert. Oh, das war knapp. Wenn der mich mit seiner Axt trifft, dann ist aber Essig. Zack. Ach, jetzt fangen sie wieder an zu schießen, ja. Schnell Medizin einnehmen, damit wir hier nicht sterben. Na. So. Ich würde sagen, der Weg ist frei. Wir haben es geschafft. Dank den Helfern oder unseren Helfern. Ich weiß nicht, wie viel Medizin ich habe. Schauen wir mal nach. Nach 5 Mal. Passt. Dann können wir es ruhig noch einmal einnehmen. Und jetzt müssen wir. Hups, Schluck auf. Müssen wir irgendwie in die Kanalisation. Und obwohl es noch gar nicht lange her ist, dass ich das gespielt habe, habe ich schon wieder vollkommen vergessen, wo der Weg ist. Perfekt, das hat gut geklappt. Vielleicht hier das gleiche nochmal. So, mein Freund. Perfekt. Rauchbomben sind also nach wie vor wunderbar für eine Ablenkung. So, und da geht's rein. Alles klar. Und hopp. Hätte ich die beiden gar nicht mehr töten müssen. Aber egal. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. So, der Weg ist frei, dann gehen wir mal nach unten. Sie wüten durch den ganzen Bezirk. Ihr Männer, zu mir. Oh Mann, bin ich froh, dass die mich nicht erwischt haben. Netterweise haben sie auch hinter sich den Weg verschlossen, okay. So, wie viele Rauchgranaten haben wir noch? 3. Die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte, denn irgendwo hier müsste eigentlich ein Ausrufezeichen sein. Hier ist unser Ziel, das ist klar. Was ist das? Pokarde. Wenn wir sie finden, nehmen wir sie natürlich mit. Und apropos mitnehmen, da fällt mir ein, Charakteranpassung, wir haben noch 5 Punkte. Das können wir noch gar nicht machen. Alles klar, Fernkampf könnten wir sogar schon machen. Fernwaffen. Ich bin aber eigentlich kein großer Fan von Fernwaffen. Aber ich glaube, hierfür ist das echt ideal. Merken wir uns das mal. Fernwaffen, 1 Punkt. Dann hätten wir... Das können wir noch gar nicht machen. Verkleiden. Verkleiden ist auch eine richtig gute Sache. Was ist das?
Umgebungsuntertauchen. Das heißt, 5 Punkte. Wie viele kostet das? 6 Punkte sogar. Fehlt uns sogar noch einer. Gesundheit. Das können wir auch noch nicht machen. Dafür müssen wir die 5. Sequenz abgeschlossen haben. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach Umgebungsuntertauchen noch nicht. Wir nehmen jetzt erstmal nur die Fernkampfwaffe. So. Haben wir noch 4 Punkte. Alles gut. Alles schön. Der eine schläft, der andere guckt gegen die Wand, warum auch immer. Aber ich bin froh, dass es so ist. So. Na, meine Güte, hat das gut geklappt, Freunde. Habt ihr das gesehen? Halleluja. So. Plündern wir mal noch ein bisschen. Die brauchen ihr Geld ja eh nicht. Wir können es gut gebrauchen. Weiß ich nicht. Ja, mit einem komme ich aber klar. Mit 3 wäre es schwierig geworden. Und das war es auch schon für ihn. Sehr schön, Freunde. Sehr schön. Mein Herr, darf ich nochmal in Ihre Taschen schauen? Vielen Dank. Der rüstet sich selbst. Sehr, sehr vorbildlich. Und irgendwo habe ich hier eine Leiter gesehen. Perfekt, hier ist er. Hopp, hopp, die Leiter hoch. Oder? Nee, von hier kamen wir doch, oder? Ich bin verwirrt, Freund. Ich bin verwirrt. Ich glaube, wir kamen von unten. Mein Herr! Mein Herr! Mein Herr! Ich hörte aus zuverlässiger Quelle, dass ein Assassin in der Nähe ist und dass ihr sein Ziel seid. Dem Wurm ist ein Rückgrat gewachsen. Jetzt ist er eine Schlange. Verdammt! Es war nur eine Frage der Zeit, das war mir klar. Aber das ging zu schnell. Oui, mein Herr. Die Assassinen sind gut organisiert. Aber nun sind wir im Vorteil, oder nicht? Sammelt die Wachen und macht Jagd auf diesen Assassinen. Bringt mir seinen Kopf! Ja, ob wir im Nachteil sind oder nicht, das denke ich mal, werden wir relativ schnell rausfinden. Wahrscheinlich sogar schneller als uns lieb ist. Oh Gott, hier sind viel zu viele. Was das jetzt mit den Schornsteinen aus sich hatte, verstehe ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich habe nämlich die Stelle nicht gefunden, wo wir das machen können, wissen, was auch immer. Haltet die Augen offen! Findet den Assassinen! Wo ist der Dritte? Da ist der Dritte. Ah, mein Freund, da warst du aber zu langsam. Ja, das war's für euch. Finito. Arrivederci. Euer Spiel ist zu Ende. Oder euer Auftritt im Spiel, sagen wir es viel eher so. Und wir sind kurz vor dem, ja, König der Bettler, vor Roi de Thunes. So oder so ähnlich heißt er. Hier wisst ihr ja, französische Namen und so, schrecklich. So. Vielleicht hat er aufgegeben. Richtig, ich habe aufgegeben.
Du hast es erfasst, mein Freund. So, mit denen können wir nichts machen. Bleib wachsam! Er ist hier drinnen! Die Frage ist, wie lange bin ich hier drinnen? So, das scheint der einzig freie Weg zu sein. Und hier ist eine Leiter. Die führt uns anscheinend in die richtige Richtung. Haltet eure Position, Männer! So, der ist schon mal Geschichte. Der wird uns nicht als Ziel angezeigt, merkwürdig. Ah, guck mal, wen wir da haben. Kills mit der Phantomklinge, das könnte jetzt schwierig werden, denn ich habe ja keine Schüsse mehr. Und ich habe auch leider keinen Händler, wo ich mir etwas kaufen kann. Sehr ärgerlich, so. Der ist auch weg. Und dann kommen wir hier hoch. Oh Gott. Bellets letzter Schüler hat mir ein schönes Geschenk mit. Die schießen auf uns. Ich hasse es, wenn sie auf uns schießen. Diable. Aber das war einfach. Meine Anhänger haben ihre Augen überall, mein Herr. Ich biete euch ihr Wissen zum Wohle des Ordens. Welches Wissen könnte uns der Fürst der Gosse bieten? Die Intrigen von Ratten? Ihr dürft gehen. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich ihn nur töten könnte. Mein Meister würde das gerne arrangieren. Bruder. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Tiber, kommt weg da! Es ist getan. De La Serre ist tot. Großmeister. Gut. Ja, das war's mit dem... Ihr wisst schon mit wem. So. Schupp. Ach ja, da war ja was. Ich habe diese Fähigkeit nicht gekauft, dann kaufen wir sie jetzt noch schnell. Gut, dass ich ein paar Punkte aufgehoben habe. Fähigkeiten. Schleichen und das Schlösser knacken. So, damit können wir jetzt auch Schlösser knacken. Haben, glaube ich, 5, ne? Sowieso die falsche, okay. Haben 5 Dietriche, mit denen wir die Möglichkeit haben, eben Türen und Truhen aufzuschließen. Geschafft. Ein Zylinder, das ist natürlich kein Problem. Irgendwie war das ein bisschen unnütz, oder? Ich bin gerade verwirrt. Ah, sehr cool. Ja, anscheinend bin ich doch entkommen. Ich soll mir jemanden finden in dem Rauch. Ach so, okay. Ich bin bei euch. Jetzt kommt uns der Rauch zugute. Sehr schön. War also nicht dafür da, um unser Attentat zu erleichtern, nein, sondern unsere Flucht zu erleichtern. Das finde ich genauso gut. Sehr schön, wir haben Rauchbomben wieder. Und da bin ich ja verdammt froh, dass ich das wirklich gemacht habe mit den Schornsteinen. Jemand muss die Feuer löschen. Zack, da haben wir sie. So, Frage ist, buche mich jetzt raus da oben. Scheint mir ein Ausweg zu sein. Komm, hoch. Juckt mir schon wieder die Nase, meine Güte. So. Ich würde sagen, hier geht's weiter lang. Und runter durch. Zack. Den Stützbalken weggerissen. Damit haben unsere Verfolger also keine Chance mehr, irgendwie zu uns zu gelangen. Und ja, wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben den König der Bettler, Roi de Thunes, eliminiert. Relativ erfolgreich, würde ich sagen.
bin zufrieden. Hat auf jeden Fall besser geklappt, wie gesagt, als beim ersten Mal. Ich bin froh, dass ihr das echt nicht gesehen habt, denn da habe ich mich teilweise wirklich lächerlich gemacht. Aber jetzt weiß ich, wann das Kampfsystem seine Stärken und Schwächen hat und nutze das so ein bisschen zu meinem Vorteil aus. Jetzt machen wir uns auf den Weg zu unserem Auftraggeber, Marquis de Sade. Oder Sade. Marquis de Sade. Ah, ihr kommt gerade recht zu Beginn meiner Regentschaft. Regentschaft? Solange es einen Cours de Miracle gibt, gibt es auch einen Roi de Thun. Und da die Stelle unbesetzt war, sprang ich ein. Und bemerkenswert schnell, die Leiche ist noch nicht mal kalt. Ich mag die Dinge etwas zu rasch in Gang gesetzt haben. Sagt, als ihr im Coup de Miracle eingetroffen seid. Habt ihr mich benutzt? Euer Ziel ist tot. Wir nutzen uns gegenseitig. Ein hübsches Reich habt ihr da geerbt. Allerdings, nicht wahr? Nun, ist alles im Lot? Sind die Toten gerecht? Die Seele besänftigt, etc.? Nun, wohl noch nicht ganz. Jedes Mal, wenn ich denke, der Wahrheit näher zu kommen, scheine ich nur eine neue Schicht Schmutz aufzuwirbeln. Intrige! Eine sich schnell verdichtende Handlung. Fügt etwas Gewalt und lüsterne Priester hinzu und ihr habt den Anfang eines wunderbaren Romans. Eine handfeste Spur würde reichen. So jung. Und doch schon so ernst. Nun, ich wünsche euch viel Glück. Das habt ihr euch doch bestimmt angesehen. Wo habt ihr das her? Einer meiner neuen Untertanen brachte es mir als ein Zeichen des Respekts, nehme ich an. Ein seltsames Stück. Ich kenne nur einen Silberschmied, der Metall so bearbeitet. Genau so eine Klinge tötete Monsieur de la Serre. Ich kann nur vermuten, dass euch das bekannt ist. Warum habt ihr nichts gesagt? Wo stünde der Mensch, wenn er nie Fragen stellen müsste? Wenn ihm alles, was er jemals wissen wollte, einfach gereicht werden würde. Er würde nicht mehr nachdenken und Fragen stellen. Oder er hätte vielleicht schon viel mehr erreicht, ohne die Bürde der Ignoranz. Vielleicht. Der Name des Schmieds ist François Thomas Germain. Ihr findet die Werkstatt nahe Les Arts. Hab Dank. Bonne Chance. Ja, Freunde, das hat er ja richtig geschickt gemacht. Hat uns auf seine Fährte gelockt, auf die Fährte des jetzt ehemaligen König der Bettler und hat seinen Platz eingenommen und vergnügt sich hier mit den leicht bekleideten Damen. Ja, aber gut, nicht ganz so schlimm, denn er war ja sowieso unser Ziel und von daher, ausnahmsweise lassen wir das mal gelten und er hat uns ja nun doch auch noch einen hilfreichen Hinweis geliefert, beziehungsweise er hat uns ja eine Nadel gegeben, mit dem der Delessert getötet wurde und er hat uns da verraten, von wem diese Nadel höchstwahrscheinlich stammt. Und da hinten machen wir uns jetzt auf den Weg, Freunde.